Ich darf euch ganz herzlich begrüßen an diesem Ostersonntagmorgen, dem Auferstehungstag. Und das gibt auch gleich der Predigt von heute die Überschrift Auferstehung. Was spricht eigentlich dafür, dass Jesus Christus auferstanden ist? Ich möchte euch mitnehmen in eine erfundene Geschichte zum Einstieg. Stellen wir uns vor, wir sind im Jahr 68 nach Christus. Wir sitzen mit Flavius Portas und seiner Frau an einem Tisch in ihrem Haus in Rom. Flavius Portas ist Hauptmann einer römischen Legion und er hält einen Pergamentfetzen in der Hand. Was hältst du denn da für einen Pergamentfetzen in der Hand und starrst immer wieder darauf? Ja, das kommt aus einem Haus dieser Christen. Es war eine ganze Pergamentrolle, aber meine Soldaten haben sie mit dem Schwert in kleine Stücke zerschnitten. Ich habe das Endstück dieser Rolle dann aufgehoben und eingesteckt. Aber warum seid ihr in das Haus dieser Christen eingedrungen? Und warum habt ihr ihre Schriften zerstört? Du weißt doch, Befehl von Kaiser Nero. Er hasst aus irgendeinem Grund diese neue Religion. Wir haben die Christen ins Gefängnis gesteckt und ihr Haus geplündert. Und wie gesagt, alle ihre Schriften vernichtet. Sag mal, die Christen, ist das nicht diese jüdische Sekte aus dem Gebiet Judäa? Ja und nein. Es sind keine Juden, jedenfalls nicht alle. Und die meisten Juden hassen sie, weil sie behaupten, dass der Jesus aus Nazareth der Messias, der Christus, gewesen sei. Und die meisten Juden behaupten, der Messias würde erst noch kommen, und zwar sehr bald. Und dann würde er uns Römer aus Judäa vertreiben. Und die Schriften dieser Christen, sind das nicht dieselben wie die der Juden? Auch ja und nein. Das heilige Buch der Juden, die Tora, achten die Christen auch sehr. Sie behaupten sogar, dass darin das Leben und Sterben von Jesus genau vorhergesagt wird. Aber neuerdings fangen die Christen an, die Geschichte von Jesus aufzuschreiben. Sie tun das, weil die Generation der Augenzeugen langsam ausstirbt bzw. von unserem Kaiser ausgerottet wird. Sie wollen unbedingt, dass die Geschichte von Jesus weitergegeben wird. Also schreiben sie auf. Über der Rolle, die wir im Haus der Christen gefunden haben, stand von Markus. Du scheinst ja ziemlich beeindruckt zu sein von diesem Fetzen. Ja, es macht mich in der Tat sehr nachdenklich. Einerseits denke ich, alles Quatsch. Und andererseits, weißt du, wenn du in die Gesichter dieser Christen schaust, wenn meine Männer sie abführen, so etwas habe ich in meinem ganzen Soldatenleben noch nicht erlebt. Sie wirken so gefasst. Dabei müssen sie doch wissen, dass sie in den Tod gehen. Sie scheinen völlig überzeugt von ihrer Sache zu sein. Es scheint sogar, als ob sie ihre Verhaftung als Bestätigung ansehen. Aber sag mal, was ist denn so interessant an diesem Jesus? Der ist doch tot. Also wen interessiert denn noch, was der vor über 30 Jahren getan und gesagt hat? Das ist es ja gerade. Die Christen behaupten, er ist nicht tot. Er lebt. Er ist aus den Toten auferstanden, sagen sie. Aus den Toten auferstanden? Das glaubt doch kein Mensch. Hat es das jemals gegeben? Nein, das gab es meines Wissens nach noch nie. Aber gab es dich schon einmal? Wie meinst du das denn? Ja, ich sag doch immer zu dir, du bist einzigartig. Eine solche Frau wie dich findet man im ganzen Römischen Reich nicht. Ja, das klingt ja schön, aber jeder Mensch ist einzigartig. Auch dich gibt es kein zweites Mal. Genau, es gibt dich und mich kein zweites Mal. Aber es gibt uns, oder? Natürlich gibt es uns. Du zweifelst also nicht daran, dass es dich gibt, obwohl es eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist, dass es dich geben sollte, oder? Immerhin sind alle anderen Frauen anders als du. Du bist also überzeugt, dass es etwas gibt, obwohl deine Existenz einzigartig und ziemlich unwahrscheinlich sein ist. So könnte es doch auch mit der Auferstehung sein. Einzigartig und unwahrscheinlich und trotzdem wahr. Aber ich weiß doch, dass ich lebe. Eben, das sagen diese Christen auch von Jesus. Er lebt. Ja, lesen wir diesen Text einmal, den Flavius Portas doch vor sich liegen hatte. Markus, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt,
Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Ja, das wäre natürlich die Katastrophe. Das wäre ein Erdbeben, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre. Er ist auferstanden. Sonst wäre Jesus Christus, das müssen wir uns immer vor Augen führen, Opfer einer tragischen Selbsttäuschung gewesen. Er wurde gekreuzigt, wegen welcher Worte vor allen Dingen, weil er gesagt hat, behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein. Er hat angekündigt, als Sohn Gottes Macht sowohl über den Tod als auch über das Leben zu haben und deshalb am dritten Tag wieder aufzuerstehen. Er wurde gekreuzigt mit der Ankündigung, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen würde. Und Paulus drückt das im 1. Korintherbrief so aus, er sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre der gesamte christliche Glaube eine Illusion. 1. Korinther 15, Vers 14. Aber wir können uns die Fakten anschauen und eine Bestätigung finden, dass es genau so gewesen sein muss, wie wir hier gerade im Markus-Evangelium gelesen haben. Ich möchte diese Predigt unter 3 Teile stellen, 3 Fakten euch nennen und begründen. Erstens, das Grab war leer. Zweitens, der Auferstandene wurde gesehen. Und drittens, die Auferstehung wurde im Leben der Zeugen sichtbar. Also, diese 3 Fakten. Die erste Tatsache, das Grab Jesu war leer. Was spricht dafür? Wir haben diese Geschichte gelesen in Markus 16 und sie hat uns nicht den Eindruck gemacht, dass hier eine Legende erzählt wird. Es werden Details berichtet, wie sie ganz typisch sind für Augenzeugen berichten. Es werden Namen genannt, die nachvollziehbar sind, die nachprüfbar sind. Da gibt es Verwandte und Bekannte dieser Person. Man kann sie fragen, war es tatsächlich so? In Vers 1. In Vers 3 wird ein Gespräch, wie es auch ganz typisch ist für Augenzeugenberichte, aufgenommen, das eigentlich für den weiteren Fortgang, wie sich herausstellt, völlig unerheblich ist. Der Stein war ja schon weggerollt. Es gibt Ortsbeschreibungen im Detail, zum Beispiel, dass der junge Mann zur rechten Seite zu finden war und eben nicht zur linken oder geradeaus. Und er wird beschrieben, anstatt einfach nur zu sagen, das war ein Engel. Nein, diese ganze Erzählung macht tatsächlich den Eindruck, dass es eine Erzählung einer Tatsache sein soll. Aber was vielleicht noch mehr überzeugend ist, in dieser ganzen Erzählung ist keine Intention zu erkennen, keine Absicht zu erkennen, dass sie zur Verteidigung des christlichen Glaubens aufgeschrieben ist oder dass sie die Lehre der Auferstehung irgendwie theologisch absichern soll. Wenn man die Geschichte von der Auferstehung zur damaligen Zeit erfinden will, dann würde man niemals von Frauen am Grab schreiben. Das ist für uns heute undenkbar, aber damals war es so, dass die Aussage von Frauen vor Gericht nichts zählte. Also wenn man einen Zeugen heranführte und eine Frau brachte, dann fragte der Richter, wo ist der Zeuge? Deswegen wäre es ungeheuer ungeschickt, von Frauen am Grab zu sprechen, wenn sie nicht tatsächlich am leeren Grab gewesen sind. Und wir haben dieses Ereignis hier gelesen, nicht mal bei den unmittelbar Beteiligten, nicht mal bei diesen Frauen, führte diese Geschichte zu Glauben. Also es ist gar keine Happy End Geschichte, sondern eine Offen End Geschichte. Eine Geschichte, wo wir zum Schluss uns fragen können,
Ja, wie ist es jetzt nun weitergegangen mit diesen Frauen, die dort fürchterlich, ängstlich vom Grab weglaufen? Ein zweites, was dieses Faktum, das Grab Jesu war leer am Ostersonntag, bestätigt. Es gibt noch weitere andere historische Quellen. Da wäre zum Beispiel Lukas, der Historiker, zu nennen. In Lukas Evangelium Kapitel 1, die ersten vier Verse, macht er deutlich, wie er vorgegangen ist, als er sein Evangelium schrieb. Dass er Augenzeugen befragt hat, dass er Dokumente eingesehen hat, dass er nach Palästina gereist ist und alles genau erforscht hat. Und so viel wir von ihm lesen in der Apostelgeschichte und Bestätigungen in der niedergeschriebenen säkulären Geschichte finden, bestätigt sich das, was Lukas dort herausgefunden hat. Er ist ein sehr genauer, exakter Historiker. Und er schreibt in seinem 24. Kapitel, in den ersten 12 Versen, eben auch von diesem leeren Grab. Genauso wie übrigens Matthäus, der nach dem Zeugnis der Bibel ein Augenzeuge war. Auch er wird mit 10 Verse seines Evangeliums, Kapitel 28, dem leeren Grab und den Umständen. Johannes, der viel später geschrieben hat, auch Augenzeuge war. Etwa 90 nach Christus hat er sein Evangelium herausgebracht. Auch er hat eine Auferstehungsgeschichte. Keine dieser Auferstehungsgeschichten ist gleich, aber in allen diesen Geschichten wird von dem leeren Grab und von der Auferstehung berichtet. Wenn wir dann in die Apostelgeschichte, um noch zwei weitere historische Quellen zu nennen, Kapitel 2 und Kapitel 13 hineinschauen, dann sehen wir dort auch Petrus in seiner ersten, jedenfalls uns bekannten öffentlichen Predigt, erwähnt das leere Grab, die Auferstehung, genauso wie Paulus in Kapitel 13. Die Apostelgeschichte wurde etwa 63 nach Christus, etwa zeitgleich mit dem Lukasevangelium, abgefasst. Matthäus schrieb 60 bis 64 nach Christus, also 30 Jahre nachdem diese Dinge ereignet waren und Zeitzeugen noch lebten, die hätten widersprechen können, die hätten sagen können, diese 5 Quellen, die sind alle unwahr, das stimmt nicht. Das große Argument gegen dieses Schriftzeugnis dieser historischen Quellen aus der Bibel ist immer wieder, das wurde viel, viel später verschriftlicht. Das wird auch immer noch behauptet, obwohl man inzwischen P52 gefunden hat, Papyrus 52, ein kleiner Papierfetzen, den ihr auf der Folie hier sehen könnt, vorder- und rückseitig beschrieben. Und wenn man diesen Papierfetzen auf die üblichen kompletten Johannesevangelien, wir haben ja schon im 4. Jahrhundert komplette Neue Testamente vorliegen in griechischer Schrift, wenn man sie drauflegt, sieht man, das passt genau in die Einteilung einer solchen Papyrusrolle, das ist Vorder- und Rückseite von Johannes 18. Dieses Papyrusfätzchen ist also ein Original Johannesevangelium. Natürlich nicht das, was Johannes geschrieben hat, eine Abschrift. Man hat versucht, sie zu datieren und die Forscher sind sich alle einig, diese Abschrift stammt etwa aus dem Jahr 125 nach Christus. Das heißt, gerade mal 30 Jahre nachdem Johannes geschrieben hat, gibt es schon Abschriften überall in der Welt, sodass man ganz entfernt von seinem Abfassungsort diesen Fetzen gefunden hat und datieren konnte. Ein weiteres Argument dafür, dass diese Geschichten keine Legendengeschichten sind, dass das Grab Jesu tatsächlich leer war. Einfach einmal nachgedacht. Jerusalem wäre der ungeeignetste Ort überhaupt, um dort die Legende eines leeren Grabes zu verbreiten. Dann hätte man es sich schon anders ausdenken müssen, dass das Ganze woanders passiert ist, als gerade in Jerusalem zur Passafestfeiertagen, wo ganz Jerusalem überfüllt ist von Juden aus aller Welt, die ganz schnell hätten verbreiten können, dass man eine Lügengeschichte erzählt von einem angeblich leeren Grab, dass man das gefüllte Grab ja sehr wohl gefunden hat und kennt. Paul Althaus schreibt dazu, die Verkündigung vom leeren Grab hätte sich in Jerusalem nicht einen Tag, ja nicht mal eine Stunde halten können, wenn das leere Grab nicht als Tatsache da gewesen wäre. Die Leute hätten alle das gefüllte Grab gesucht, gefunden und das Ganze als Legende überführt. So ähnlich argumentiert Paulus auch in Apostelgeschichte 26 gegenüber König Festus. Er sagt dort, um diese Dinge weiß ja der König,
denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon verborgen ist, denn dies ist nicht in einem Winkel geschehen. Nein, damals religiös, vom Judentum her, ist Jerusalem nicht ein Winkel, sondern das Zentrum. Und auch bei den Römern lag auf Jerusalem ein besonderes Augenmerk, was wir in der späteren Geschichte sehen. Sie beobachteten sehr genau, was dort in Jerusalem passiert. Die Geschichte eines leeren Grabes, das tatsächlich nicht leer war, die hätten sie sehr schnell unterbinden können. Eigentlich sind wir mit dem Faktum, dass das Grab leer war, damit fertig. Aber ich möchte doch noch ein Stück weitergehen und uns fragen, was sind eigentlich die Gegenargumente? Was sagen eigentlich die, die sagen, das kann doch nicht sein? Ja, sie sagen zum Beispiel, Jesus wurde gar nicht begraben. Nun, dann ist natürlich klar, dass man kein gefülltes Grab findet, wenn er nie begraben wurde. Aber dagegen sprechen alle historischen Tatsachen. Juden war vom Alten Testament, 5. Mose 21 her, befohlen, ihre Toten zu begraben. Und nicht nur die Bibel berichtet davon, sondern auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus im Bellum Judaicum schreibt, dass die Römer den Juden dieses eingestanden haben, dass sie alle ihre Toten begraben durften, selbst die Hingerichteten. Also diese Geschichte, Jesus sei gar nicht begraben worden, die können wir schnell ad acta legen. Dann kommt der Einwand, das Grab wurde verwechselt. Der Einwand wird ungefähr so vorgebracht. Ja, die Frauen gingen zu einem Grab, aber es war ja noch dunkel, steht ja auch im Text. Und auch bei der Grablegung war es schon dämmerig. Also, sie haben sich einfach vertan in ihrer Aufregung auch. Sie sind zum falschen Grab gekommen. Und dort stand ein junger Mann, den sie fälschlicherweise für einen Engel halten. Ein einfacher junger Mann, der zufällig da vorbeigeht. Und er sagt, er liegt nicht hier, er liegt dort. Ja, ist das so gewesen? War das eine Verwechslung? Nun, was haben wir eben gelesen? Was sagt der junge Mann, der Engel? Er sagt nicht, er liegt nicht hier, sondern dort, sondern er sagt, er liegt nicht hier, er ist auferstanden. Außerdem berichtet ein anderes Bibelbuch, das Johannesevangelium, davon, dass Johannes und Petrus ebenfalls zum leeren Grab gingen und es genauso wie beschrieben leer vorfanden. Außerdem berichtet die Bibel ausführlich von Josef und Nikodemus, die das Begräbnis vorgenommen haben und die Lage der Grabstätte ganz sicher, ganz genau kannten, denn es war das persönliche Grab von Josef von Arimathea. Ein sehr teures Grab vermutlich, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Er kannte sein Grab. Das war ja schließlich seine Grabstätte, die er sicherlich irgendeinmal für sich benutzen wollte. Und Josef von Arimathea ist als Figur viel zu prominent, um in einer Legendengeschichte vorzukommen. Den kannte man, der war einer von den 70 höchsten religiösen Führern Israels. Wenn über ihn eine Geschichte erzählt wird, die nicht wahr ist, die hätte man schnell widerlegen können. Nein, es war sein Grab und er wusste, wo es war. Zudem machen neuere Untersuchungen über die tradierte Lage des Grabes Christi, da ist zum Beispiel Martin Beidel zu zitieren in seinem Buch Das Grab Christi. Dort, sie machen deutlich, dass man mit ziemlicher Sicherheit mit modernsten Methoden tatsächlich davon sprechen kann, dass das Grab genau dort liegt, wo heute die Grabeskirche oben drüber zu finden ist. Also später haben die Christen die Tradition aufgenommen, das Grab doch zu suchen, und offenbar haben sie an der richtigen Stelle gesucht. Nun ja, wenn sie Jahrhunderte später die richtige Stelle gefunden haben, dann ist vermutlich es keine Frage, dass in den Tagen danach natürlich die richtige Stelle gefunden wurde. Wenn das Grab Jesu gefüllt gewesen wäre, dann wäre es nach damaliger jüdischer Tradition sicherlich von einigen seiner Anhänger geehrt worden. Wir lesen das immer wieder in den Königsbüchern, in den Chroniken, dass die Könige Israels gelegt wurden in das Grab ihrer Väter und dass dann so eine Bemerkung kommt und dort liegen sie bis heute, bis zu dem Tag der Abfassung des entsprechenden Bibelverses. Und daraus sehen wir die große Tradition der Juden, ihre Könige doch tatsächlich zu ehren in dem Grab, in dem sie liegen. So hätte man ganz sicherlich Juden nicht sagen können, dass das Grab nicht verehrt wird, wenn es eben gefüllt gewesen wäre. Aber ein leeres Grab zu ehren macht keinen Sinn. Aber das entscheidendste
Argument ist wohl, wenn es eine Verwechslung dieser Frauen gewesen wäre und eine Handvoll Jünger, dann hätte es der Obrigkeit, also den Menschen der religiösen Führung der Juden und auch der römischen politisch-militärischen Führung ja sehr leicht gefallen, das tatsächliche gefüllte Grab zu präsentieren und dieses ganze Gerede mit einem Mal zu beenden. Ganz offensichtlich konnten sie das nicht. Dann gibt es noch ein Argument, das mit der Bibel argumentiert, und das lautet, selbst Paulus hat nicht direkt vom leeren Grab geredet. Nun, das stimmt ein bisschen, obwohl 1. Korinther 15 und Apostelgeschichte 13 eigentlich ist da mit das leere Grab mitgedacht, weil er davon spricht, dass ein Begräbnis stattgefunden hat und das anschließend eine Auferstehung war. Nun, dann ist wohl logisch, dass das Grab leer ist. Aber das beweist noch viel mehr, dass das leere Grab offensichtlich nie ein Streitpunkt war. Das Einzige, was Paulus noch erklären musste, ist das Warum, nicht, dass es leer ist. Und über Auferstehung redet Paulus sehr, sehr viel. So gibt es eigentlich nur noch ein wichtiges Argument, und das lautet, der Leichnam Jesu wurde gestohlen von seinen Jüngern, von seinen Anhängern, damit sie später behaupten könnten, er sei auferstanden. Aber wenden wir uns diesem Argument zu, wie hätten sie in einer Nacht, nur eine Nacht stand ihnen zur Verfügung, denn es musste alles am dritten Tag passieren und am Sabbat arbeitet kein Jude. Wie hätten sie in einer Nacht gegen die religiöse und gegen die militärische Gegnerschaft sich durchsetzen können, vielleicht eine Wache überfallen können? Und wie hätten sie dann den Stein wegrollen können, den Leichnam entnehmen können, in ein anderes Grab deportieren können? Und wie hätten sie alles das heimlich tun können in dieser übervollen Stadt? Und wie hätten sie darüber auch nicht einen einzigen in ihren Reihen haben können, der nicht irgendwann mal sich verquatscht? Schwer vorstellbar, oder? Aber selbst wenn das so wäre, dann wären die Jünger ja ausgemachte Betrüger und Lügner. Und das passt nicht zu der Schilderung, die wir dann später von ihnen haben. Sie wären dann auch noch zudem auf ihren eigenen Betrug hereingefallen. Irgendwann hätten sie ihre eigene Lüge geglaubt. Und noch ein weiterer Punkt. Sie hätten eigentlich eine Lehre, eine Vorstellung von der Auferstehung haben müssen, die sie erkennbar nicht hatten. Das ganze Neue Testament berichtet, wie die Jünger vor der Auferstehung völlig ahnungslos trotz all dieser Andeutungen Jesu über die Auferstehung war. Jedes Mal, wenn er darüber gesprochen hat, dass er sterben und auferstehen würde, dann steht irgendeine Bemerkung dazu, dass sie es nicht verstanden, dass sie das Thema wechselten, dass sie damit nicht klarkamen. In Johannes 11 haben wir diese Unterredung zwischen Jesus und Martha, und er will sie darauf hinführen, dass er die Auferstehung ist und dass er auferstehen kann und sogar Auferstehung bewirken kann. Und sie sagt nur, ich weiß, dass am Ende der Tage die Auferstehung ist. Sie glaubte das, was jeder Jude glaubte, im Verständnis des Daniel-Buches. Am Ende der Tage wird es eine körperliche Auferstehung geben. Sie konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass es vor dem Ende der Tage so etwas wie eine Auferstehung körperlich geben sollte. Weiter, die Jünger glauben gar nicht dem Bericht der von der Gruft fliehenden Frauen. Sie können das nicht für wahr halten, dass Jesus tatsächlich auferstanden sein soll. Johannes schildert uns von Thomas, der mühsam überzeugt werden muss, der selbst dem Zeugnis von Männern, von seinen Kumpels, seinen Mitjüngern kein Vertrauen schenkt und nicht glauben kann, dass Jesus auferstanden sein soll. Lukas berichtet von den Emmaus-Jüngern, die ausgerechnet am dritten Tag von Jerusalem weggehen und ganz enttäuscht und deprimiert sind, weil er nun schon 3 Tage tot ist. Nein, die Jünger hatten kein Konzept von Auferstehung. Sie hätten keinen Leichnam stehlen können, weil sie gar keine Lehre für Auferstehung gehabt hätten, wie sie später dann Paulus verdeutlicht und wie es ihnen dann nachher wohl doch klar geworden ist. Nein, der Leichnam Jesu wurde nicht gestohlen, das scheint klar zu sein. Obwohl das die älteste Hypothese ist, wir finden sie schon in der Bibel, in Matthäus 28 wird genau dieses Gerücht verbreitet, ist sie doch völlig unwahrscheinlich und kann einfach nicht zutreffen. Apropos
Matthäus 28 redet davon, dass diese Lüge vom Grabraub verbreitet wird. Ja, vielleicht macht die Bibel das nur, um sich selber zu verteidigen. Schauen wir doch mal in die Geschichte. Da finden wir ein Toledot Jesu. Das ist eine Zusammenstellung früher jüdischer Schriften. Und dort wird ebenfalls erklärt, wie es sein kann, dass das Grab Jesu leer ist. Wir lesen dort auch von diesem Gerücht, dass ein Leichnam gestohlen worden ist. Und auch in einem Briefwechsel des 2. Jahrhunderts wird diese Debatte geführt zwischen einem Juden und einem Christen. Und der Jude führt genau dieses Argument an. Der Leichnam wurde gestohlen. Was beweist das? Das beweist nur, dass das Grab tatsächlich leer war. Sie mussten eine Erklärung finden, so absurd sie auch zu sein scheint. Halten wir fest, das Grab Jesu war leer. Ich zitiere jetzt im Folgenden an einigen Stellen Theologen, Berühmtheiten kann man schon sagen, mit denen ich nun wahrlich nicht in allem übereinstimme. Aber in diesem Punkt, was sie über Auferstehung sagen, stimme ich absolut mit ihnen überein. Ein erster ist Jakob Krämer, Professor an der Katholischen Theologischen Fakultät in Wien. Er hat ein Buch geschrieben, Die Osterbotschaft der vier Evangelien. Und da liest man unter anderem folgenden Satz. Weitaus die meisten Exegeten, also die Bibelausleger, halten an der Zuverlässigkeit der biblischen Aussagen über das leere Grab fest. Und dann führt er 28 Theologen, hochdekorierte Theologen seiner Zeit auf, die sagen, so und nicht anders muss man es auslegen. Das scheint die einzige historisch abgesicherte Tatsache zu sein, die man aus diesen Texten herausziehen kann. Mein zweites Faktum war, der Auferstandene wurde erlebt. Davon berichten eben auch diese schon zitierten historischen Quellen, Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, die Apostelgeschichte ebenfalls von Lukas geschrieben und das Johannes-Evangelium. Sie sagen, dass es Menschen gab zu unterschiedlichen Gelegenheiten, in unterschiedlichen Situationen, verschiedene Einzelpersonen, Gruppen, Paare, denen Jesus nach seiner Grablegung als lebendiger, Auferstandener begegnet ist. Und das ist keine Lehre, die später ihnen in den Mund geschoben wurde, das ist eine sehr, sehr frühe Lehre. Den Beweis finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 3 lesen wir, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, allen, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Diese ersten 7 Verse des 15. Kapitels, da zitiert Paulus etwas, was er selber empfangen hat, was ihm also überliefert worden ist, eine frühe Überlieferung der Christen. Paulus ist, das berichtet er im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 18 und 19, ganz früh nach seinem Damaskus-Erlebnis nach Jerusalem gereist. Das muss etwa im Jahr 35 nach Christus gewesen sein. 35 nach Christus, 5 Jahre nach dem Tod Jesu Christi. Und anlässlich dieser Reise in Jerusalem hat er von den Augenzeugen Johannes, Petrus, Jakobus gehört, dieses Glaubensbekenntnis, das ich gerade zitiert habe. Also ein Glaubensbekenntnis, das so alt ist, dass es 35 nach Christus dem Paulus vorgetragen werden kann. Und Paulus sagen kann, liebe Galater, das genau dieses Glaubensbekenntnis habe ich auch in Galatien verkündigt. Keine neue Tradition, die später im 2. Jahrhundert dazugekommen ist, sondern eine Tradition, die 5 Jahre nach dem Tod Jesu Christi fester Bestandteil des christlichen Glaubens war. Und ein drittes, Paulus betont diesen zentralen Punkt der Auferstehung in all seinen Botschaften und er unternimmt seine Missionsreisen und er betont dann in seinem Brief an Galater, Kapitel 2 und auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dass seine Betonung auf die Auferstehung als zentrale Botschaft genau mit dem übereinstimmt, was
seine Glaubensgeschwister in Jerusalem, die damaligen Augenzeugen, auch sagen. Das war fester Bestandteil des Glaubens der Christen. Und dann bis in die erste Generation der frühen Kirchenväter, auch dort finden wir Quellen, die uns bestätigen, dort hat man an nichts anderes geglaubt als eben dieses, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ich möchte euch zwei zitieren. Ignatius, ein Ältester aus Antiochien, circa zwischen 35 und 117 nach Christus soll er gelebt haben. Also er wird eine Zeit lang zusammen mit Paulus gelebt haben, mit Petrus vielleicht, mit Johannes. Und er schreibt in seinem Trallianerbrief: Von Jesus Christus, der aus Davids Geschlecht, aus Maria stammt, der in aller Wahrheit Mensch wurde, der aß und trank, in Wahrheit verfolgt wurde unter Pontius Pilatus, in Wahrheit gekreuzigt wurde und angesichts aller starb, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, der auch in aller Wahrheit von den Toten auferweckt wurde, da sein Vater ihn auferstehen ließ. Ignatius, Ältester aus Antiochien, Polycarp, Ältester aus Smyrna, auch etwa um diese Zeit lebend, schreibt in seinen Brief an die Philipper: Und wer das Zeugnis des Kreuzes nicht bekennt, ist aus dem Teufel. Und wer die Reden des Herrn verkehrt nach seinem eigenen Begierden und die Auferstehung und das Gericht leugnet, der ist der erstgeborene Satans. Ja, ich glaube, das ist eindeutig. Die erste Generation der Nachaugenzeugen hat eine Überlieferung, eine feste Überlieferung gehabt und diese Überlieferung weitergegeben. Tatsächlich, Jesus Christus ist auferstanden. Die Argumente sind so schlagend, die historischen Beweise so deutlich, dass es eigentlich nur noch heutzutage nur noch ein wichtiges Argument gegen die Auferstehungserscheinungen Jesu gibt. Und dieses Argument hat Gerd Lüdemann, seines Zeichens einmal Professor für evangelische Theologie, genannt in seinem Buch Die Auferstehung Jesu, Historie, Erfahrung, Theologie, erschien 1994 in Göttingen. Inzwischen ist Gerd Lüdemann, darf er nicht mehr lehren. Das hat dann auch die Toleranz der evangelischen Kirche überschritten. Aber in diesem Buch sagt er, die Auferstehung, die Auferstehungserlebnisse der Jünger sind mit dem psychologischen Phänomen der Halluzination zu erklären. Sie hatten eine Halluzination. Das gibt es schon mal, dass Menschen etwas sehen und es für einen Moment für wahr halten, was sie dort gesehen haben. Und die Jünger sehnten sich so sehr danach, dass Jesus doch wieder leben würde. Petrus zum Beispiel hatte so sehr ein schlechtes Gewissen, dass er ihn verleugnet habe angesichts seines Todes, dass er sich sehnte, ihn zu sehen, und dann hat er ihn halluzinatorisch gesehen. Nun, ich glaube, dass man zu diesem Argument nicht ganz so viel sagen muss. Man kann es eigentlich nur ein wenig in die Lächerlichkeit ziehen. Ich zitiere jemanden, der das getan hat. Er schreibt: Wirklich? Eine Gruppenhalluzination? Also eine ganze Gruppe hat eine Halluzination? Wie soll das passiert sein? Halluzinationen sind persönliche, geistige Zustände einer Person, so wie Träume. Wie erzeugt man genau denselben detaillierten Traum in den Köpfen von einem Dutzend Menschen zu exakt der gleichen Zeit? Und das mehrfach, besonders in den Köpfen derer, die komplette Zweifler sind, wie Thomas, Jakobus und Saulus. Übrigens, kennen Sie den Unterschied zwischen einem Traum und der Realität? Ich schon. Und ich nehme an, die Jünger kannten ihn auch. Ich glaube, so viel zu Gerd Lüdemanns Hypothese. Sie hatten alle Halluzinationen. Lasst mich deshalb einen Theologen zitieren, der zu anderen Schlussfolgerungen gekommen ist. Hugo Staudinger, auch wieder katholischer Priester und Historiker, Philosoph. Nein, Priester nicht, Historiker und Philosoph, Professor in Paderborn. Er hat ein Buch geschrieben, Die historische Glaubwürdigkeit der Evangelium. Und da schreibt er: Es ist für den modernen Historiker eine Zumutung, die Auferstehung Jesus nicht als geschichtliche Tatsache hinnehmen zu sollen. Also er findet es eine Zumutung, nicht daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Er schränkt dann ein, weil er eben Historiker ist. Allerdings muss bei dieser Feststellung einschränkend unterstrichen werden, dass der Historiker nur für gesichert hält, dass das Grab tatsächlich leer war und dass die Apostel und andere Personen Erscheinungen Jesu gehabt haben. Der Historiker kann mit den Mitteln seiner Wissenschaft nicht feststellen, wie der Leib Jesu aus dem Grab verschwunden ist und wie die genannten Erscheinungen zustande kamen. Nun, das kann ich heute auch nicht erklären, wie Gott wirkt, dass sein Toter aufersteht.
Und wie es genau war mit dem Auferstehungsleib und den Auferstehungserscheinungen, es geht mir heute nur darum, dass es so war. Kommen wir zu Fakt 3. Die Auferstehung wurde im Leben der Zeugen sichtbar. Immer wieder haben die Augenzeugen der Auferstehung bezeugt, dass das die Grundlage ihres Glaubens ist. Jedes frühe Glaubensbekenntnis in der Apostelgeschichte und in den Briefen fußt auf dieser Tatsache. Wir haben Jesus als den Auferstehenden gesehen. Apostelgeschichte 2, 3, 5, 10, 13 und so weiter. Überall ist das diese Grundlage. Und wenn man sich versucht, das Verhalten der ersten Christen, der Jünger und ihrer nachfolgenden Generation zu erklären, dann sprechen Gelehrte von einer Revolution in den Köpfen der Jesusbekenner, die stattgefunden haben muss. Sie waren, nachdem sie Zeugen der Auferstehung geworden sind, wie umgewandelt. Und solche Beispiele lesen wir zuhauf in der Bibel. Da ist zum Beispiel von Jakobus zu reden, dem Halbbruder von Jesus. Die Bibel führt ihn an einigen Stellen als Nebenfigur auf, als eine Nebenfigur, die dem eigenen Halbbruder ungläubig gegenübersteht. Die ja sogar an einer Stelle heißt es, dass seine Brüder ihn für verrückt hielten und ihn halten wollten, damit er nicht sein Leben riskiert für ein Spleen. Dieser Jakobus, Halbbruder von Jesus, wird später zu einer Führungsfigur in der verfolgten Christengemeinschaft, und zwar sehr bald nach der Auferstehung. Galater 1, Vers 18, Apostelgeschichte 15, Vers 13, folgende können wir das nachlesen. Was hat dazu geführt? 1. Korinther 15, Vers 7 haben wir eben gelesen. Er hatte den Auferstandenen gesehen, eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Dann die berühmte Geschichte von Saulus, der zu Paulus wird in Apostelgeschichte 9. Er sieht den Auferstandenen und aus dem bisherigen Eiferer für den jüdischen Glauben, einem der fanatischsten Menschen überhaupt für den jüdischen Glauben, wird umgekehrt ein glühender Jesus-Verkündiger. Er sagt, alles das, worauf ich früher stolz war, Philipper 3, achte ich jetzt für Dreck, seitdem ich Jesus Christus als den Auferstandenen gesehen habe. Und immer wieder in Apostelgeschichte 23, Vers 8, in seinen Reden über seine Bekehrungsgeschichte, Apostelgeschichte 22 und 26, erzählt er diese Geschichte. Ich habe den Auferstandenen gesehen und das hat aus einem Saulus einen ganz anderen Menschen gemacht, Paulus. Und dann bedenken wir, Stephanus, Jakobus, Petrus, Paulus und viele andere starben als Märtyrer. Für eine Lüge wird man nicht als Märtyrer sterben. Doch, mag jetzt einer einwenden, viele Menschen sind schon wegen einer Lüge als Märtyrer gestorben. Die extremen Menschen, die für irgendwelche Ideen sterben. Nun, es sind Ideen, die ihnen erzählt worden sind. Nicht Lügen, die sie selber erst in die Welt gesetzt haben. Stephanus, Jakobus, Petrus, Paulus waren Zeugen des Sterbens und des Auferstehens Jesu. Und deshalb starben sie als Märtyrer. Und dann die vielen anderen, die nicht nur einmalig in einer Extremsituation bereit waren zu sterben, sondern die ihr ganzes Leben lang unter Benachteiligung, unter Verfolgung und unter Todesgefahr gelebt haben, wegen dieser Auferstehung. Und das ist keine Erfindung der Bibel in der Apostelgeschichte und in den Briefen bis hin zur Offenbarung, sondern es wird auch von den frühen Kirchenvätern, von der gesamten Geschichte eigentlich bestätigt, dass diese Christen am Anfang sehr verfolgt werden. Auch Josephus bestätigt das, unser jüdischer Geschichtsschreiber. Ja, man kann es so ausdrücken, wie ich es in einem Buch gefunden habe, kein anderes Ereignis in der gesamten aufgezeichneten Geschichte hat so weit über nationale, ethnische, religiöse, sprachliche, kulturelle, politische und geografische Grenzen hinweggewirkt. Die Botschaft verbreitete sich mit unerklärlichem Erfolg über die ganze Welt. Allein während der ersten paar Jahrhunderte verbreitete sie sich ohne politische oder militärische Macht und setzte sich gegen die skrupellosen Anstrengungen einer engagierten, organisierten und gewalttätigen Opposition durch. Wie konnte eine kleine Gruppe entmachteter Juden in einem besetzten und unbedeutenden Gebiet des alten Roms diese unvergleichliche Tat vollbringen? Was geschah vor so vielen Jahren, dass die gesamte Menschheitsgeschichte umkrempelte? Die Antwort ist Auferstehung.
Noch einen Theologen zitiere ich, mit dem ich nicht völlig übereinstimme in allen seinen Ansichten. N.T. Wright, Professor für Neues Testament und Leben Jesu Studien in Oxford, ein hochintelligenter Mann, das sagen selbst seine Gegner, hat ein über 1000 Seiten umfassendes Buch über die Auferstehung des Sohnes Gottes geschrieben. Und er wälzt jeden Stein noch einmal um, geht jeder historischen Hinweis nach, studiert die Bibel, hat unter anderem ein 1600 Seitenwerk über den Römerbrief geschrieben, zweibändig. Er schreibt am Ende seines Buches, das glaube ich, ist das Ergebnis der Untersuchung, die ich durchgeführt habe. Soweit es mich betrifft, darf und muss der Historiker sagen, dass alle anderen Erklärungen dafür, warum das Christentum entstand und warum es die Form annahm, die es tat, als historische Erklärung weit weniger überzeugend sind als diejenigen, die die frühen Christen selbst anbieten. Dass Jesus wirklich am Ostermorgen von den Toten auferstanden ist und ein leeres Grab hinterließ. An anderer Stelle heißt es, die Ursprünge des Christentums, der Grund, warum diese neue Bewegung entstand und die unerwartete Form annahm, die sie annahm, werden am besten dadurch erklärt, dass man sagt, dass etwas geschah, für das die Berichte in den vier Evangelien der am wenigsten anzuzweifelnden Ausdruck sind, den wir haben. Das ist vorsichtig ausgedrückt, wie Historiker und Wissenschaftler sind, aber es ist doch eindeutig. Das leere Grab, die Auferstehungsgeschichten und das verwandelte Leben der Zeugen, die beste Erklärung dafür ist, dass es eben die Wahrheit ist. Wir kommen zu Schlussfolgerung. Was nutzt das alles, wenn du keine Schlussfolgerung ziehst? Vielleicht ist deine Schlussfolgerung, der du mir heute zugehört hast, dass du trotzdem nicht an die Auferstehung glaubst. Schön, dass du mir trotzdem zugehört hast. Du triffst deine Entscheidung im Dunkeln, auch wenn es um die nächste Ecke herum ein hartnäckiges Gerücht von Licht gibt. Vielleicht hast du mir zugehört und du möchtest mehr wissen. Du möchtest dich weiter informieren und möchtest wissen, was hat das denn für Konsequenzen für mein Leben und wie lauteten nochmal die Argumente. Ich möchte dir ein Buch empfehlen, Jesus Christus, tot oder lebendig, eine kleine Broschüre, 30 Seiten. Du kannst sie gerne bei Missionswerk Keukelbach kostenfrei bestellen, schicken sie dir gerne zu. Jesus Christus, tot oder lebendig, Jean Blanchard, unter www.heukelbach.org zu bestellen. Vielleicht hast du mir auch zugehört und für dich ist Auferstehung längst feste Überzeugung. Das alles hat deinen Glauben vielleicht noch einmal gestärkt, aber eigentlich war dir das von vornherein klar. Dann habe ich noch ein Wort für dich. Du bist ein Zeuge der Auferstehung. Du musst ein Zeuge der Auferstehung sein. Wie könnten Menschen sonst glauben? Du erinnerst dich noch, wie Markus 16, Vers 8 aufhörte? Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Das ist der Schlusspunkt des Markus-Evangeliums, das offene Ende des Markus-Evangeliums. Stell dir vor, es wäre so geblieben. Sie hätten niemandem erzählt, aus lauter Angst. Was hat das für Konsequenzen? Wir werden für diese Wahrheit mit dem Leben bezahlen müssen. Sie haben dafür bezahlt, sie haben es erzählt. Es ist nicht bei ihrer Furcht geblieben. Es darf bei deiner Furcht nicht bleiben. Paulus sagte den Philippern, als er davon sprach, dass er alles das, was er früher gewesen ist, sein altes Leben, nun für Dreck achtet, da sagt er, aber jetzt lebe ich und möchte die Kraft der Auferstehung erleben. Philippa 3, Vers 10. Ich will nicht so kraftlos sein in meinem Fleisch, so drückt das aus, wie vor meiner Begegnung mit Jesus. In Römer 1, Vers 4 heißt es, dass die Kraft des Geistes der Heiligung Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und es heißt dann in Kapitel 8, dass diese Kraft des Geistes jetzt in dir, in uns Christen wohnt. Und dann ermahnt Paulus die Christen und sagt, alle, die diesen Geist in sich wohnend haben, die müssen ihn in ihrem Leben gehorchen. Dann wird die Auferstehung in den Zeugen sichtbar. Lass die Auferstehungskraft in deinem Leben wirken. Er ist tatsächlich auferstanden.